Welcome everyone to video number 6. Not we make 6, that's the 6th video. My English is not yellow from the egg. And welcome DJ Johnson to the stream and to the video. Ich werde jetzt auf Englisch reden. Wir gehen rein und gucken, was uns heute hier erwartet. Im Katalystenprotokoll. Gerne. Ach, wohl leider. Ich könnte das Ganze gekauft haben. Kostet euch nichts, unterstützt mich. Und so weiter. Wir spielen immer noch auf Hard. Wir werden sehen, wie hart der Trümmerbruch heute wird. Gut, geht raus. Danke, liebten Eis, dass ihr mich immer noch nicht sparen wollt. Aber ich würde den kleinen Streamer wie mich oder keine Creator und Sponsor von daher. Dani Nakamura, ne, das haben wir das letzte Mal schon gelesen. Das sieht übrigens live aus dem Red Light District jetzt Sommer. Ach so, der Trophy und Todescounter kommt natürlich gleich. Für die, die es vorne erwarten können, wieder. So. 46 Tote erst. Super. Aber wir spielen ja First Run. Hard Run. Fixie Hartmann ist ja ein Herr. Fixie Hartmann. So, komm mal. Ah. Meine Presse. Ne, wir machen gleich Checkpoint neu starten. Ich habe ganz vergessen. Wenn ihr die guten, echten, allerechtesten seid, dann. Gibt mir vielleicht sogar 5 Minuten WhatsApp geschickt, wann das Stream losgeht. Soll ich mal die Randale-Bob-Methode probieren? Da tut zum Beispiel immer die Beine wegschießen. Und dann tut er die stampfen. Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Flammschlacht im Analschacht? Was hast du angeguckt? Okay. Ach nee, stoppen wir jetzt wieder bei dem Gegner hier vorne? Scheiße. Naja, da könnte man mein Test machen.
Also vielleicht geht das ja auf ganz Schwierigkeitsgrad, aber ich könnte hier nicht die Beine einfach so wegschießen. Ist ein guter Start für mich. Hält Neustarten eigentlich als tot? Oh. Ob wir das in DevCounter mit integrieren? Nö, oder? Nein, Jona, ich habe die Trailer-Analyse nie gesehen. Du hast ja meine Sprachnachricht gekriegt, oder? Da solltest du wissen, was ich heute gemacht habe. Also, du elendes Katz. Du gehst nicht davon aus, dass Rocket stirbt? Nö, ich gehe auch nicht davon aus. Aber Sally, ich gehe davon aus, dass Peter stirbt, dass er sich opfern wird. Eure Hoheit, würden Sie sich bemühen, auch in Partyshirt zu kommen und nicht gegen uns zu spielen? Danke. Wie kann ich nicht die Dinger hier schießen eigentlich? Oh, es gibt es doch nicht, ey. Komm, du Stück Scheiße, du elendes Du. Ich bin da, der Allure scheint wirklich nur bei Jona zu gehen. Oh, wie ein Schmetterling. Dann müssen wir doch kleiner mal die Trophies checken. Ja. Das Werkzeuge. Skripte. Das ist die Silber Trophy Nummer 7. Da habe ich ja fast alle Silber-Trophies schon voll. Ja, 7 von 9. Da habe ich ja schon mehr wie Bronze. Ich hoffe, die Bahn. Zurück, wir haben den nicht gelootet. Nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Ja, ja. Und was für ein Schacht da ist. Teddy hat 2 Saatzwan infolge der Kille. Was meinst du? Also Teddy hat 2-mal einen Solo-Sieg geholt oder mit euch in der Gruppe? Zuerst mal gegrüßt, mein lieber Nick. Bald werden wir unseren Party-Chat wieder. Ich dachte mir so bei Marvel's Avengers. Ja, moin. Bei Midnight Suns macht's Sinn. Zweimal Duo-Sieg hintereinander. Krass. 12 Minuten. Da dann. Für 1 bis 1,5 Stunden weg. Na, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich heute mache. Ich muss ja morgen um wieder 5:30 raus. Er war zone einen mit seinem Bruder und jetzt direkt einen mit mir. Teddy. Alter Rambo.
die haben ja denn überhaupt Gesundheitsinjektoren A3, ja gut, okay. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ich glaube, sieht die Muni nicht mehr so dick aus. Da ist ein bisschen Schuss. Also GG, Teddy, the Master of Disaster. Jetzt muss ich mal gucken, ob... Oh, was ist denn das? Ja, da hat gleich zweimal Gesundheitsgehilfe. Ob ich die Dinger mittlerweile auch aus der Ferne halt machen sollte. Ja, die kleinen Biester machen mich fertig. Aber mal von wo wieder, ey? Wenn du dir echt einen Moment mal nicht achtsam bist, ey, ist zum nächsten Schatz. Ich sag ja, zum Zusehen ist das wahrscheinlich sehr amusement. Nick, was heißt du bis jetzt für Callisto Protocol? Meinung? Statement? Teddy aka God of Warzone. Gott of War, so, ja genau. Das klang so geil, es klang gerade wie Götterwarzen. Danke, Lübden, für nichts. Nee, ich habe euch noch nicht. Noch nicht genug Geplacement wahrscheinlich. Kriegt mir Eistee. Doch eine Adresse machen, wo ihr mir Eistee spenden könnt. Aber bitte nur Sparkling Eistee. Oh, wenn ich das schon wieder höre, hier. Gegnerstricher. Das ist gut. Wenn ich zwei Kugeln verschwende und zwei wiederkriege, dann ist das okay für mich. Dann kann ich damit sehr gut arbeiten. Ja, kann ich denn hier rein? Ah ja. Mit meinem magnetischen Handschuh. Dazu musst du dich an den Robotern vorbeischleichen. Super. So. Ist Stealth Gamen angesagt. Hugging Prot, so sagt man. Oh ja, Energie. Ah, dort kommt er noch, dort kommt er noch.
Ich kann so. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Tötung autorisiert. Was? Tötung autorisiert? Haben mich jetzt entdeckt? Nee, oder? Nee. Komm, gib die Credits. Gut, okay, Munition haben wir auch gerne mit. Und auch dankend angenommen. Gut, den Kopf des Roboters abzuschießen. Ah ja, wenn das guten Loot gibt. Aber lass mich raten, der Robo-Man ist so übel schwer. Alter Verwalter. Benutze Fernkampfwaffen, wurde gesagt. So, ich kann gleich das Todesskript kann ich gleich wieder öffnen lassen hier. Hä? Im Stream ist unten ein Death Counter jetzt mit drin. Ne? Der zeigt an, wie oft ich gestorben bin. Patrouille wird wieder aufgenommen. Oh, terminiert. Besiege einen Sicherheitsrobo. Da habe ich ja jetzt acht von neun Silver Trophies. So. Entschlüssler. Ah ja. Teddy, erinnerst du dich, als ich sagte, wir looten die Pistole, was ist denn? Macht die Lampe irgendwas hier? Nee. Wir leveln die Pistole. Bereue es bis jetzt immer noch nicht. Und es wird auch gut sein, dass wir die als erstes komplett maxen und alles aufsparen. Die ganzen Credits und den Cash für... Aber wieso liegt denn jetzt hier nirgendwo vor uns, lag noch überall Pistolenmuni rum? Oder sehe ich das falsch? Wie viel haben wir denn? 15 insgesamt. Hier lag doch uns auf diesem fucking Schrank in. Hatte ich ja fast gerade das Gefühl, dass den hier einer eingelassen hat. So, wo müssen wir denn jetzt mit dem Entschlüssler hin? Abgeschlossen. Naja, aber ich habe doch... Müssen wir an den Anfang zurück? Wirklich schon wieder hier abgeschlossen. Ach.
Tschüssi. Tschüss, Jona. Ich wünsche dir eine angenehme Schicht. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und du weißt, Hashtag alle lieben Jona. Ach ne, ich muss ja geradeaus weiter, okay. Deswegen haben die Typen aus dem Liftschacht rausgekrabbelt. Den Sprecher. Ja. Ich hab's in die Bahn geschafft. Meld dich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Oh. Seht ihr das so? Verlasse die hier. Dort hinten, das Weiße. Ja, guck mal, dort ist ein Symbol. Verlasse die Station. Da drin gibt es eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Was jetzt? Super. Das klingt ja richtig gut. Das sieht ja auch schon wieder sehr einladend aus, ja, will ich mal so sagen. Genau. Oh, ah, Scheiße! Oh, 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 Alter! Oh. Die Walze. Oh, Junge! Wo hatten die denn zerfetzten Kunden hingeschoben? Los, kommt ihr mit meiner Lüge. Will. Das war Tod Nummer 49. Da drin gibt es eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Merry Christmas, everyone. Das ist alles nur eine Frage des Timings. Did it.
Oh, das klang so, als hätte so irgendwas zerfetzt noch mit Rücken. Elias. Ich bin da, ich bin am Checkpoint. Geh jetzt ans Fenster. Ja, wo ist das? Sehr geil aus, ey. Das ist wieder äußerst nice. Ja, ist so richtig. Zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Ja, das ist unser Weg hier raus. Ja, bin ich früher oft angeflogen. Dass ich noch ein Leben hatte. Und jetzt holen wir den zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppel bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir. Ich bin da. Was soll das wieder heißen? Habitat? Habitat muss bis uns so berühren. Habe Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Easy peasy. Also gut, ich melde mich. Easy peasy. Was geht? Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. Oh ja, klar. Lockdown. Es ist noch mehr, was du mir nicht gesagt hast. Von der Luke sein. Und das ist Glück, Jacob. Ja, dir auch. Aha, super. Wenn schon gesagt wird, viel Glück. Da weißt du, was jetzt gleich passiert. Moment. Könnten wir hier noch irgendwo hin, ey? Ja, haben wir fast vergessen, die Schränke zu looten. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Oh, kriegen 4 Munition. Oftmals heißt das genau was. Richtig. Bauteile an einem E-Forge mit einem mittleren Preis für Kalisto verkauft werden können. Ah ja. Das klingt gut. Also wenn die richtig gut Kohle bringen, dann durch die Robos öfter platt machen. Habitat. Was? Hörst du, was? Also wenn es hier eine Sie gibt. Ach ja, es sieht auch schon wieder so. Oh, 3D-Drucker. Ja! Bitte treffen Sie eine Auswahl. 1800, bitte lass es lang. Oh, geil! So, Freunde. Knoche auf Maximum. Es wird der Schlagstock noch underpowered, aber. Du brauchst eine Waffe. Erste Gold Trophy. Oh, komm doch. Merry Christmas, everyone. Right, Arnold. So, haben wir es Mr. Dr. Dalibab geschickt. Können jetzt weitermachen. Das macht keinen Sinn, das andere zu bekommen.
Altfeuer. Waffen mit alternativen Feuermodus-Ausgabungen bieten eine höhere Feuerkraft, die jedoch mehr Munition verbraucht, jedoch und drücke in Zielvorrichtung zu verwenden. Drücke 1, um den stärkeren alternativen Feuermodus zu benutzen. Okay. Ja gut, ja. Munition ist jetzt natürlich nicht so geil, ne? Aber wenn wir auf größere Motherfucker treffen. Wie viel Muni haben wir jetzt? Andi. Du hast mal einen Kamin und ein bisschen aufgeluschert. Dass ihr wisst, wie es ist. Das soll jetzt wieder angeht. Weil. Wird langsam kalt in Deutschland. Achso, X. Press X. Press X. Press X. Ah, das sieht eher aus wie eine Kampfarena. Und was wollen wir wetten? Und was wollen wir wetten, dass hier irgendein scheiß riesen Motherfucker verportet, mich zu killen? Gehen wir hoch und verkurven den gleich wieder, weil es ist ja nicht so, dass wir genug Platz im Inventar haben. Also ist das Inventar dann schon wieder voll. Das ist so zum Kotzen, ey. Also ich hoffe echt inständig, dass wir irgendwie verdammte Axt bei Zeiten hier jetzt oder was jetzt bei Zeiten zeitnah eine Inventarwerterung bekommen. So, jetzt die Frage, tun wir einen Schlagstock klar upgraden, weil ich glaube, das Dings bringt uns 200 oder 300, also auf jeden Fall ein Upgrade ist dann drin. Pistol haben wir auf Max. Bitte treffen Sie eine Auswahl. So, live im Stream noch ein paar Tore öffnen von Wesen, was drin ist. Ah ja, Mikrofon, um zu checken. Ich habe ja schon, das ist mittlerweile das dritte Mikro, um Party-Chat für Teddy und Nick. Also ich habe ja Headset auch hier. Wie bitte was? Ja genau, dadurch, dass du mir das andere mal wegnimmst, da muss ich ja irgendwas. Also drüben gibt es ja auch schon wieder Upgrades. Irgendwas, was wir noch nie haben. So, was denn jetzt? Was machen wir denn, Teddy? Schlagstock jetzt oder Glockenkonterangriff schaltet einen neuen tiefen Angriff frei, der nach einem erfolgreichen Block des letzten Angriffs Feindes öffnet die Abwehr. Okay. Aufstandseindämmung geschwungen.
Fällt einen schweren Angriff war ideal für extreme Situationen, in der Schaden wichtiger ist als Kontrolle. Das klingt gut. Beschleunigungslegierungshülle. Eine Leichtlegierung, die den Schwung durch die Reduktion aerodynamisch verlängert, die Dauer der Nahkampfangriffe. Gut, ich brauche gar nicht nach. Das nehmen wir. Weil das nervt mich immer, dass wir so langsam sind mit dem Ding. Aber schneller zuschlagen, das klingt doch sehr gut. Ja, gut. Merry Christmas! Everyone! Sag, dass du mich liebst, Schatz! Da hab ich eigentlich unten auch ein Fach. Auch arbeitslos und so drin. Da gibt es ja die Christbaum-Streams. Sitze ich vom Christbaum. Vom Christbaum. So. Okay. Wir müssen hier rüber. Auf jeden Fall. Okay, nee, jetzt ist hier auch noch was drin mit dem Bock hoch. Credits, gib mir Credits, einfach nur Bill. Oh, wieder ein Energiewandler, Alter. Da war kein Bock, jetzt nochmal dort hoch zu gehen. Was natürlich auch wieder fatale Folgen haben könnte, gar keine Frage. Das klingt nach was sehr Großem. Hier ist auch Habitat. In einem Habitat hält man ja eigentlich immer welches Viehzeug. Ach du Scheiße. Gut, okay, ich korrigiere. Die Arena ist hier oben, die Arena ist hier unten. Ist Leben. Klar haben wir's. Ah, das ist nur so geil, das ist gut, ey. Und das schon wieder hier. Ach du Scheiße.
21C. Wird gut bewacht. Schatz, kannst du die Akkus rein... Also wenn du einen Akku bloß reinmachst, kannst du denn dann Copy-Paste machen quasi? Ja. Hä? Ach so, okay. Aber ich sehe keinen Zug. Ich muss da reinkommen. Okay. Oh. Warum mach ich denn. Oh, der alternative Feuermodus zum Wichtigsten. Ich hab 5 Schuss weg. Ach du Scheiße. Gut, okay. Komm, Checkpoint neu starten. Okay, 5 Schuss, also das, den alternativen Feuermodus kannst du echt wirklich bloß von Endboss aufheben. Direkt wieder hier dran nageln können. Ah, hier geht eine Leiter hoch, okay. Oh, ist schon wieder so praktisch. Gehen wir durch den Luftschacht, gehen wir hier hoch. Hier könntest du ja unten lang. Problem ist, wenn du nicht zurück kannst, bist du ge... Oh, Callisto? Gut, das Spiel hat geladen. Das heißt, hier geht die Story weiter. Das heißt, wir betreiben jetzt Backtrack. Muss einen anderen Weg finden. Ist ja theoretisch hier ohne Gleis offensichtlichste. Man rennt ja dem Preis Hologramm hinterher und denkt sich, okay, das Hologramm ist. Top-notch. Wo muss ich hin? Oha. Hä? Da drüben bin ich hochgeklingelt, alles drauf. Ja, ist schon klar, was hat mir das Ganze jetzt gebracht? Nicht mehr noch nicht. Flüssig. Wozu? Kann mir der Kenner sagen, dass das hier umsonst ist? Echt jetzt? Wirklich einfach so da? Es ist da, um da zu sein.
Hier kannst du ja. Oho. Ah ja, hier ist er wieder. Krass, wenn das alles so grau in grau ist. Schön. Oh, was ist das hier? Ja, Automat Dr. Killend. Maler. Okay, also gemacht. Biowaffen. Oh, ja, ja. Oh, wieder was gelernt. Lecker, lecker. Oh, lecker. Lecker. Schlimm ist, wenn man etwas hört, aber nicht sieht. Ich glaube, wenn ich schleiche, diese Eier reagieren auf Bewegung. Da sind schon wieder Rechte, die jederzeit aufgehen könnten. Ja, 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 okay, okay, okay. Na
Das Alternativfeuer ist geil. Das wird kürzen Credits Bild. Alter, das ist ja wieder mal nicht. Danke für nichts. Das war bestimmt ein richtiges böses Motherfucker. Safe. Und was kriege ich? Nicht. Sehr gut. Wie sieht es denn aus mit der Muni? 12 Schuss. Läuft aber. Na, obwohl, in der Tor noch mal 102. Besperren kann man sich da eher weniger. Will ich mal nicht meckern. Hier bin ich hergekommen, oder? Noch irgendwie Loot. Loot, das tut dem Ermix gut. Von Captain Ferris. Ich habe Cole gesagt, dass es zu früh für Opsi Warrens Beförderung ist. Frisch von der Akademie denkt er, wisse alles. Wenn er so clever ist, soll er mal all den Filtrationsraum patrouillieren. Dann wird er schon lernen, Befehle zu folgen. Okay. Kann ich irgendwie gesagt? Ja, verschlossen. Liegt hier noch irgendwo eine Torsicherung rum? Ah ja. Halt! Das war die Fall. Also richtig, genau. Zugangshalle. So, aus dem roten Rohr folgen. Wir sind schon bei 54 Minuten. Da kommt fast die Frage, ob wir ein neues Video machen. Leute von heute. Ah ja, hier ist schon da irgendein. Perfektes Ding. Weil wir folgen ja gerade nicht dem roten Rohr, oder? Weil das rote Rohr geht ja dort lang, genau. Also wir folgen, das machen wir natürlich nicht, weil wer folgt, kommt nicht weit. Thank you.
Vorrat. Zugangshalle. Okay. UJC-Rationen? Nein, danke. Gönn dir noch heute einen Power-Snack. Scheiße, also wir bräuchten den 3D-Drucker jetzt wieder. Schön. Roten Rohrfilm. Das ist ja dann quasi hier. Ja. Crazy. Auch schon gegangen. Was ist das hier im Wasser? Habt ihr gesehen, oder? Okay. Jetzt wieder so Riesendinge. Ich mach einen Arsch weg. Ja. Ich hab's gar nicht, genau das hab ich gar Ich schieb mir mal lieber so ein Ding in den Arsch rein. Haben wir zwar bloß noch eins, aber... Oh, da drüben 3D-Drucker, habt ihr es gesehen? Da ist einer. Können wir jetzt beim 3D-Drucker ankommen? Ich habe es. Was ich ja inständig hoffe. Ich mache erstmal speichern und ein neues Video machen. Weil wir sind schon mal bei einer Stunde angekommen. Meine lieben Friends.
3D-Drucker sind ja ein bisschen wie in Resi, ne? Die safen uns, will ich mal so sagen. Habe ich gedacht, dass die uns safen. Blockbrecher bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie nahe an Kampfangriff eines Officers blocken. Bitte verantwortungsvoll annehmen. Soll ich die wahrscheinlich sein? Eines gezielten Genickbruchs nach einem Kombat auf das Ohr. 2700, ach du Scheiße. Schaltet einer einen schweren Angriff frei, die Abwechslung. Das sind Wampen und Sicherung. Den Schaden durch Überladen von Energieregulatoren. Maximiert den Schaden durch das Entfernen von Spannungsobergrenzen, die für nicht militär. Okay. Blockschutz aktiviert. Passive Betäubungsstrahler, sodass ein Officer weniger Schaden beim Blocken nimmt. Okay. Verursacht Schaden bei. Aber ich würde sagen, das mit dem Kombo näher mache. Fügt einen schweren Angriff hinzu. Das klingt doch voll gut. So gefühlt einfach noch nichts habe hier. Ne? Ah. Schwerer Nahkampfangriff. Drücke R1, um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen. Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden. Verursachen aber mehr Schaden, können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Okay. Tja, meine Lieben, wir haben es schon wieder geschafft. 1 Stunde, 3 Minuten oder 4 Minuten. Überlänge wieder mal. Ich danke jedem fürs Dranbleiben, fürs Zusehen. Wir sind nicht so oft gestorben. 46 Stunden sind wir gestartet. 49 haben wir jetzt oft noch. Bleibt dran, um zu sehen, wie viel es ganz am Ende werden. Ich danke Teddy, Iola, Nick, alle, die eingeschaltet haben wieder. Jetzt erstmal pissen gehen. Ihr im Stream könnt dranbleiben. Und ja, hier auf YouTube. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In dem Sinne, haut rein, euer Amex.